Herzlich willkommen in Finchys Welt zu einem neuen Snackcheck. Heute geht es um ein Getränk, und zwar um ein Getränk, was die meisten von euch im Grunde kennen oder schon mal von gehört haben sollten, allerdings in einer etwas anderen Variante. Nämlich, es geht heute um das ursprüngliche Red Bull, was aus Thailand kommt, nämlich, wie heißt es, Krating Deng oder so. Und da ist das gute Stück. Mehr nach dem Intro. Tja, Krating Deng Extra steht hier drauf. Wie gesagt, das ist das Ursprungs-Red Bull, wenn man so möchte. Das kommt nämlich aus Thailand. Das wusste ich nicht vorher. Der gute Bambi Plattfuß hat mir das Ganze ja mitgebracht. Wer das Unboxing dazu sehen möchte, das verlinke ich schon in der Videobeschreibung. Der hat mir ein Riesenpaket zusammengestellt mit Thailand-Food-Gedöns und sowas hier. Und heute möchte ich das mal probieren. Ich möchte aber vorab etwas dazu vorlesen, denn ich glaube, dass viele Leute das auch nicht wissen, dass nicht ich der einzige Volltrottel bin, sondern dass viele Leute das tatsächlich nicht wissen, dass Red Bull, was ja ein österreichisches Produkt ist, ursprünglich aus Thailand kommt. Und ich möchte das mal gerade eben vorlesen, denn Krating Deng, das heißt wohl so viel wie roter Gauer oder sowas, keine Ahnung, ist ein seit den frühen 1970er Jahren hauptsächlich in Thailand verbreiteter Energydrink, der im Unterschied zu Red Bull ohne Kohlensäure mit leicht unterschiedlicher Rezeptur und in kleinen gelben Glasflaschen und verschiedenen Dosen verkauft wird. Glasflaschen. Zwar nicht gelb, doch, ist wohl gelb. Es wird von TC Pharmaceutical Co. produziert und vertrieben. Der Schlüsselbestandteil von Krating Deng sind Koffein und Taurin, das wissen wir ja nun alle. Taurin ist eine Aminosulfonsäure, die ursprünglich aus Stiergalle isoliert wurde. Wird aber schon lange nicht mehr so gemacht, sondern wird mittlerweile synthetisch hergestellt, was auch hier so drin steht. Diese Tatsache und die Assoziation von Stieren mit Kraft und Ausdauer gab Krating Deng seinen Namen. Oder halt Red Bull, rote Bulle oder roter Büffel. Der Österreicher Dietrich Mateschitz, der Gründer quasi von Red Bull, war 1982 während einer Dienstreise in Ostasien auf Krating Deng aufmerksam geworden und erwarb in der Folge die Lizenzrechte an der Marke. Gemeinsam mit dem Eigentümer von TC Pharmaceutical, Joe, sowie dessen Sohn Chalerm, gründete Mateschitz die Red Bull GmbH. Mateschitz werden wohl die meisten mittlerweile kennen durch RB Leipzig. So viel dazu. Also, wie gesagt, Red Bull kommt ursprünglich aus Thailand. Krass, wusste ich nicht. Aber nichtsdestotrotz, gucken wir uns mal gerade eben dieses Teil hier an. Da kann ich natürlich absolut nicht drauf entziffern. Das ist alles auf Thailändisch geschrieben oder was auch immer die da für eine Sprache, genau, ich glaube Thailändisch. Ist ja auch geschrieben dann. Whatever, ich kenne mich da absolut nicht aus. Ja, ich finde es immer so geil, da steht doch drauf, hier oben, das kann man mit der Kamera leider jetzt nicht so gut lesen, aber hier oben steht drauf A, B12 und C, Vitamine. Natürlich, Vitamine, ganz klar. Und da hier auch nicht drauf steht, wie viel Milligramm Koffein da auf drin sind, was jetzt weiß ich, der Bambi hat, als er mir das gekauft hat, in Thailand, eine Bekannte da gefragt, die er da kennengelernt hat, und die meinte, da wären, was hat er mir noch geschrieben? In Deutschland sind es normalerweise ja, ich glaube, 32 Milligramm auf Dings und hier sind es 52. Boah, ich hoffe, ich rede jetzt keinen Scheiß. Auf jeden Fall ist es um einiges mehr. Deswegen werde ich das auf jeden Fall, weil ich es halt nicht genau weiß, nicht komplett trinken. Ich bin halt ein Weichei. Ich habe mir auch hier schon ein kleines Gläschen vorbereitet, was ich gerade eben noch geschrubbt habe, denn ich habe hier vor kurzem Wasser draus getrunken. Ich mache das jetzt mal auf und bin gespannt. Schütteln brauche ich es ja nicht, beziehungsweise tue ich nicht. Ich habe es jetzt nicht im Kühlschrank stehen gehabt, weil ich hier unten keinen Kühlschrank mehr habe. Es riecht original wie Red Bull. Krass. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ich hätte jetzt schon damit gerechnet, dass es irgendwie anders aussieht oder so. Alter, was ist das für eine Farbe, bitte? Das sieht aus wie Apfelsaft. Was zum Teufel? Guckt euch das mal an, ey. Crazy. Probieren wir das Ding mal. Okay.
Es ist nicht so süß wie Red Bull. Absolut nicht. Meiner Meinung nach, also was ich aktuell zumindest schmecke. Es lässt sich auch sehr gut trinken, weil es halt keine Kohlensäure hat. Gefällt mir. Wir belassen es jetzt erstmal dabei. Ich muss sagen, dass mir das tatsächlich schmeckt. Ich bin nämlich eigentlich nicht so der Red Bull-Fan. Wer meinen Kanal schon längere Zeit verfolgt, der weiß, dass ich oft Monster und Rockstar getrunken und auch vorgestellt habe. Und habe immer wieder betont, dass mir diese ganz normalen Energy-Drinks wie Red Bull oder meinetwegen wahrscheinlich auch wie dieser hier nicht so schmecken. Ich mag das nicht so, weil die einfach immer nur so mega, ich meine, gut, die schmecken alle künstlich, aber die schmecken halt extrem einfach nach Energy-Drink. Und das mag ich eigentlich nicht so gerne. Das hier kann man eigentlich ganz gut trinken. Schmeckt zwar auch mega wie ein Energy-Drink, aber es ist nicht so süß. Zumindest empfinde ich das jetzt gerade so. Sehr interessant. Ich werde mir das hier mal aufheben. Vielleicht mal in den Kühlschrank stellen und dann vielleicht mal so ein Pintchen trinken oder so. Einfach mal vielleicht zum Wachwerden auch oder vor der Nachtschicht oder irgendwie sowas, bis es dann leer ist irgendwann. Denn zum Wegschütten ist es auf jeden Fall zu schade, das ist ja klar. Aber jetzt mir auf einmal das in den Schädel ballern wollte ich eigentlich nicht. Okay, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wusstet ihr das, dass Red Bull ursprünglich aus, also dass das in Thailand erfunden wurde quasi? Ich wusste es wie gesagt nicht. Bin echt davon ausgegangen, dass das halt in Österreich, dass sie das entwickelt haben da, weil ich das halt früher, als ich so Jugendlicher war und irgendwann mal in Österreich war, da habe ich zum ersten Mal Red Bull getrunken und da gab es das auch nur in Österreich und nicht irgendwie, keine Ahnung, bei uns hier oder so. Da war das ja auch noch teurer, als es jetzt ist. Wenn ihr das ja mal probieren könnt, tut das mal. Ich finde das gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie viel Koffein da drin ist. Whatever. Ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr das Ding kennt, es nicht kennt, lasst mir doch einen Daumen da, das wäre eine coole Sache. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal beim nächsten Snackcheck. Ich weiß gar nicht genau, was es da gibt, ist auch egal, auf jeden Fall wird es einen geben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.